müsste vor allen Dingen schon lange eine Getreidefarm gebaut haben. Ich warte jetzt die ganze Zeit darauf, dass das Ding hier fertig ist, weil ich die hier hinsetzen will, damit die hier das Feld machen können. Also für Getreide ist es wichtig, dass man eine möglichst ebene Fläche hat und für Wein, wie man gesehen hat, so einen steilen Berg halt. Heißt ja auch Weinberge. Ich könnte aber tatsächlich dafür schon mal anfangen. Ach, jetzt haben sie es ja. So. Hierhin und. Ja, das gefällt mir nicht. Jetzt machen wir Trick 17 mit Selbstüberlistung. Ich baue hier jetzt noch eine Getreidefarm hin. Und wenn da jetzt gleich ein Planierer steht und das planiert, wenn denn mal einer kommt. Noch kommt keiner. Da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich das nicht übersehe. Dann stoppe ich den Bau. Lass den das planieren, also die Fläche mache ich eben machen. Und wenn er damit fertig ist, reiße ich den Scheiß wieder ab. Daraufhin wächst das Ding halt hier wieder. Also man sieht ja, die Erde kommt, das Gras wird weggegraben, aber das wächst dann direkt wieder zu. Und danach habe ich eine schön ebene Fläche. Die sollen aber keine Rohstoffe dahin liefern eigentlich. Was ist denn, wenn ich jetzt hier sage, Feierabend, kommen die dann trotzdem noch? Ich habe jetzt den Bau einfach mal präventiv gestoppt. Ich weiß nicht, wohin die Planierer da auf dem Weg waren. Ich hoffe, die waren auf dem Weg dahin. Wenn nicht, muss ich sie gleich wieder freigeben. Ich habe aber auch schon gesehen, dass die bei gestoppten Bauten. Aus, guck mal, die gehen da auch hin. So viele wiederkommen, die gehen nicht auf ein Gelände. Ach, komm schon. Verarsch mich jetzt nicht. Ne, die gehen doch hier drauf. Ja, die fangen ja an. Hier sieht man auch den Fortschritt der Planierarbeiten drauf. Für die nicht so super gewitzt sind und das nicht schon gemerkt haben. Da ist ein Spion, der da. Wenn er jetzt rüberlegt, da ist er blau und blau gewechselt. Hier baut er natürlich wunderschön Wachtungen. Bist ein Arschloch da drüben. Hasse dich. Irgendwie läuft das alles sehr stockend. Kann ich nicht irgendwie die Zeit anzeigen lassen? Ich glaube, das geht nur bei Multiplayer-Dingern. Ja. Die Getreidefarm, die schon lange gebaut haben müssen. Das ist ein Riesenmanko. Ja, seit 30 Minuten spiele ich schon. Das heißt, wir sind schon im zweiten Part, wir sind fast im dritten Part. Ich überlege gerade, ob ich wirklich alles erklärt habe. Ja, durch das Zeug, was ich denen opfere, den Göttern, kann ich nicht nur also die Soldaten aufleveln, sondern ich bekomme dadurch auch Mana, wo ich mit denen ich mit Priestern ganz viel tolle Sachen machen kann. Ganz viel tolles Zeug. Ich kann zum Beispiel Waren erschaffen oder Wüste wegmachen. Also die zeige ich euch nachher noch, wenn ich Priester habe, die bekomme ich erst mit einem großen Tempel. Und dann werden auch irgendwie mit der Zeit ausgebildet. Ich weiß auch nicht, ob da ein Prozentsatz an Siedlern zu Priestern werden oder wie das genau funktioniert. Kann ich euch tatsächlich nicht sagen. Ich weiß nur, dass wenn man lange spielt und viele Siedler hat, dass dann am Ende vom Spiel da ein Arsch voll Priestern rumsteht. Die ich zumindest nicht verwende. Zumindest nicht so intensiv. Hat der mein. Der hat mein Spion schon enttarnt. Wie hat der den denn enttarnt? Der KI-Spieler, der riecht das irgendwie, habe ich das Gefühl. Also der Soldat hier, vermute ich, ist auf dem Weg zu dem Dieb. Nee. Jetzt nicht mehr. Die Eisenminen sind leer. Ja, deswegen, weil die tatsächlich Erz produzieren. Also Erz, Barren. Da, jetzt hat er mich wieder gewittert und bewegt sich wieder in meine Richtung. Wenn ich den jetzt hier stehen lasse und sehe, ob die Barren wegtragen, kann ich daraus schließen, ob der schon anfängt, Soldaten auszuheben oder nicht.
Eigentlich ist er nicht so schnell. Ich sollte, was das angeht, deutlich schneller sein. Ist der mit seiner Planiererei scheiße endlich fertig? So, abreißen. Ja, komm schon. Schön, dass sie das vorher schon gemacht haben. So, und jetzt soll der hier anbauen. Wo ist denn der Farmer? Der Farmer schon von auf dem Land mit Gekühe. Hier ist er doch. Ich habe keine Farm. Und ich mag dieses Lied eigentlich gar nicht. Das Lied eigentlich scheiße. So, gut. Ich habe jetzt mittlerweile genug Steinmetze, also Steinbrüche. Steinmetze ist ja eigentlich was anderes. So, dann haben wir hier gleich den kleinen Tempel. Den brauche ich zur Opferung von dem Wein, den der hier schon fleißig produziert. Also 7 Flaschen hat er schon. Das ist schon fast wieder. Also der ist schon fast voll. 8 kann er, glaube ich, lagern. Und ich könnte jetzt auch ein Lager bauen, in dem das zwischenzeitlich untergebracht wird. Aber das würde auch wieder Ressourcen und Zeit kosten. Die bauen das jetzt einfach schnell und dann holen die den Scheiß und bringen ihn dahin. Gut, jetzt fängt der hier an zu pflanzen. Die Zeit kann ich nutzen oder muss ich, um ehrlich genau zu sein, nutzen, um. Du Scheißdieb da hinten. Ich kenne natürlich sofort, wie was Diebe sind, weil der sich nicht so bewegt wie ein Siedler. Die stehen normalerweise rum oder haben ein direktes Ziel. Wenn die kein Ziel haben, dann, also wenn die nichts machen, dann stehen sie halt rum. So wie die hier alle, ja. Oder die hier unten. Aber der läuft hier zickzack. Er ist entweder aus dem Gebiet rausgelaufen, aus meinem Sichtgebiet. Ja. Aber was ich glaube ich auch noch nicht erklärt habe, ist. Stimmt, das muss ich auch noch. Das ist eigentlich auch. Hätte ich schon längst sagen sollen. Ich kann diese Siedler, die hier so rumlaufen, hat der Gegner ja auch, die kann ich nicht angreifen. Das ist Zivilbevölkerung wird nicht angegriffen. Nur Einheiten, die ich tatsächlich steuern kann, könnten auch von meinen Einheiten angegriffen werden. Beziehungsweise nur von den Soldaten. Die anderen können das nicht. Die haben andere Fähigkeiten, aber eben keine, die anderen Einheiten Schaden zufügen kann. Also kann ich mit meinen Soldaten nur gegnerische Soldaten, Belagerungsmaschinen, Spione, Geologen, Pioniere und Priester angreifen. Und da sich in den Türmen Soldaten befinden, kann ich die Türme auch angreifen und das muss ich sogar. Da die Türme ja, also mit den Türmen ja mein Einzugsgebiet, also eigenes Reich quasi gekennzeichnet wird oder abgegrenzt wird, bedeutet das, wenn ein Gegner meinen Turm einnimmt, ist das ab sofort sein Reich, was dieser Turm eben mir freigeschaltet hat. Das Gebiet gehört dann ihm. Was bei der Pionierstraßenbauweise bedeuten würde, dass ich sehr viel an meinem Gebiet verlieren würde. Wenn ich jetzt Gebiet verliere, eben aufgrund dessen, dass der ein Turm eingenommen wird oder ich seinen Turm einnehme und er Gebiet verliert, dann werden alle Gebäude, die in dem Einzugsbereich dieses Turmes gebaut wurden, gesprengt. So wie vorhin das aussah bei der Getreidefarm, sieht das dann da auch aus. So, so viel dazu. Ja, und ich besiege den Gegner eben, indem ich alle seine Türme einnehme. Mit Belagerungsmaschinen kann man diese Türme zerstören. Allerdings sind diese Belagerungsmaschinen so scheiße in der Bewegung, die bekäme ich hier gar nicht durch. Über Gebirge können die Dinger nicht. Der einzige Weg, den die hier tatsächlich zurücksetzen könnten, wäre von hier bis hier vorne quasi. Hier rüber, glaube ich, passt es schon nicht mehr, weil da ein Baum und der Bach im Weg sind, da können die nicht durch. Also die sind so unheimlich, dass die tatsächlich unnütz sind. Hier sieht man, wie das Ding gefüllt wird und die Opferung beginnt. Ist auch sehr schön. Ja, zumindest fängt es jetzt mal an, so ein bisschen zu laufen. Ich bräuchte eigentlich unbedingt eine zweite Getreidefarm, aber ich habe tatsächlich nicht sehr viel Platz dafür. Nee. Nee. Kann ich einen Holzfäller darauf ansetzen, dass er hier drüben mal ein bisschen. Ja, komm, mach mal hier drüben ein bisschen was weg. Setze den Förster noch drüben weiter rüber, dass der den Scheiß, den also die Bäume, keine neuen Bäume mehr in dem Bereich setzt.
Ja, das ist manchmal ein Drahtseilakt, das Zeug hier. Das ist auch wieder ein Spion. Bin ich mir zu 100% sicher. Und ich brauche noch ein Wasserwerk. Das ist jetzt auch scheiße. Doch, hier ist guter Platz für ein Wasserwerk. So, neben dem Wasserwerk baue ich dann hier nochmal ein kleines Wohnhaus hin. Muss halt auch immer Frischfleisch sorgen, schöne Rekruten besorgen. Die Lebensanzeige ist übrigens dieser kleine Kreis da oben drüber. Also der verändert seine Farbe, wenn er rot wird, sind die. Also rot ist tot. Rot wird sterben die. Ich habe jetzt blöderweise meinen Scout hier so ein bisschen verloren. Der hat ihn weggejagt, der Penner. Ich wollte das eigentlich hier in so einer Stunde erledigt haben. Ich glaube, das dauert leider Gottes wieder länger. Es gibt auch noch andere Verteidigungsanlagen, also nicht nur die kleinen Türme, es gibt mittlere Türme und große Türme. Das ist ein Aussichtsturm. Der sorgt dafür, dass der Biber aufgedeckt werden und sowas. Ich weiß gerade gar nicht, ob der auch erkennt, wenn Soldaten über die Grenze gehen. Nee, wird normal angezeigt. Der Unterschied zwischen den Türmen hier und einem großen und der Burg sind, dass mehr Soldaten da rein können. In dem Turm können jetzt noch zwei Bogenschützen oben drauf, die dann ankommende Feinde abschießen würden. Allerdings nicht die Feinde, die direkt vor dem Turm stehen. Also die können nur in einem gewissen Radius feuern. Dasselbe gilt auch für die, die auf Burgen oder auf großen Türmen stehen. Aber da können mehr Soldaten in das Gebäude selber. Also hier bei der Burg sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6 Soldaten. Also in jedes Fenster kommt ein Nahkämpfer und ein Fußsoldat rein. Also Soldaten meine ich Nahkämpfer. Bogenschützen können 4 darauf. Bei den großen Türmen sind es 3 Nahkämpfer und 3 Bogenschützen. Also 3 Stück unten rein und vorne links einer, vorne rechts einer und oben ganz oben ein Bogenschütze. Mehr kann da nicht drauf. Genau, was ich eigentlich vorhin noch erzählen wollte, ist das hier. Das sind so die Nachrichten, die man halt immer kriegt. So, das sind Nachrichten, Rohstoffe, wenn da wirklich passiert. Info, also wenn zumindest Siedler vorhanden sind oder keine, nicht genug Werkzeuge vorliegen und Kampf, wenn halt irgendein Angriff passiert. Nachrichtenhandel gibt's im Kampagne oder im Singleplayer nur, wenn man ein Handelsschiff gebaut hat. Hier kann man halt sich so die Waren angucken, hier den Lagerbestand, Produktion einstellen. Die Warenverteilung habe ich schon gezeigt. Warentransport, also das ist die Priorität, die das hat. Statistiken, wie viele Siedler man hat, was die alles machen, also was für Berufe die haben. Spezialberufe festlegen, hier diese Prozente zeigen, habe ich glaube ich auch vorhin schon mal gezeigt. Das hat mir ja schon, das habe ich ja schon, na, erklärt. Also das hier vorhin mit der Aufwertung und den Soldaten aufwerten. Kann ich auch fast schon machen. Ja, nur noch drei müssen weggegeben werden. Also das dauert eine Weile. Die kippen das hier rein und dann ist nicht sofort, oh, die Götter lieben mich und ich kriege Aufwertung. Es dauert eine Zeit lang, bis sie das Opfer quasi annehmen oder zu sich holen. Keine Ahnung. Jetzt ist es gerade weniger geworden und ich habe 10% dazu gekriegt. Und ja, erst dann bekomme ich eben Zeugs. Das ist jetzt doof. Ah. Lass mal einen Spion, du Arschloch. Ey! Bist eine Kackbratze, ich hasse dich. Hat der meinen Penner. Jetzt hat man auch gesehen, wie es aussieht, wenn Leute sterben. Sieht bei den Gegnern genauso aus, nur in einer anderen Farbe. So, und jetzt wäre es super, wenn der jetzt bald anfangen könnte damit. Zeug also zu ernten. Brauche ich hier nochmal so ein großes gedönskes Ding hin. Achso, ja, hier wollte ich jetzt noch. Produktion gibt so wunderbar tolle Graphen zu, die kein Mensch so richtig versteht. Weil es ist nicht richtig ordentlich abgegrenzt, was jetzt eine Minute ist. Das heißt jetzt, dass in diesem Zeitraum 0,9 quasi produziert wurde. Über diesen Zeitraum hinweg. Aber ich kann diesen Zeitraum hier nicht genau spezifizieren, von daher finde ich diese Anzeige irgendwie scheiße. Okay, ich glaube, ich habe jetzt wirklich sehr, sehr viel über dieses System gelabert.
Die ist schon wieder ein Spion. Die Spione können, wie gesagt, auch Sachen klauen. Das macht die KI aber auch nicht. Was auch manchmal ganz toll ist, wenn man ein Gebirge hat, über das man die Leute schicken will und dann sind da gegnerische Geologen. Dann bleibt die Hälfte bei der Armee bei diesen blöden Geologen stehen und haut die kaputt und dann haben sie ihren Befehl vergessen und bleiben komplett da stehen. Das ist echt scheiße. Gut, ich habe jetzt eigentlich alles. Wenn hier jetzt mal langsam. Ja, er fängt an zu ernten. Gott sei Dank. Eigentlich kann ich noch. Also mittlerweile läuft das mit der Produktion ziemlich flüssig. Also mit der Produktion, mit dem Bauen an sich. Recht flüssig. Was diese Kisten sind, weiß ich eigentlich nicht. Ich glaube, das ist Schwefel. Damit können die Römer nichts anfangen. Ich kann übrigens auch nicht Trick 17 machen, hier an den Rand irgendwas hinbauen und dann außerhalb von meinem Gebiet den Arbeitsbereich festlegen. Das geht nicht. Das wäre auch so nach dem Motto, ich brauche das Gebiet ja gar nicht, ich setze einfach neben einen hin und dann macht er das da draußen. Nee, wie gesagt, die Siedler, die halten sich nur innerhalb des eigenen Gebiets auf. Wenn die außerhalb vom Gebiet gehen, dann sterben die. Zwar nicht sofort, aber wenn die nicht nach einer bestimmten Zeit wieder in dem Gebiet sind, dann bringen die sich, dann sterben die einfach. Ich weiß nicht, ob die sich selber umbringen oder die sterben auf jeden Fall. Wenn ich den Gegner hier besiegt habe, sieht man das sogar nochmal. Und tote Siedler kommen nicht einfach wieder aus dem Wohnhaus wieder raus. Einmal tot, immer tot. Das war's. Das heißt, auch wenn Soldaten sterben, bekomme ich nicht automatisch neue Siedler, weil die hier wieder aus den Wohnhäusern raustraben. Nee, nichts gibt's. Ja, jetzt fängt hier die Produktion an. Also hier erstmal Weizen zur Mühle. Dann wird das gemahlen zu Mehl und das Mehl kommt dann in die Bäckerei und die Bäckerei macht mit dem Eimer Wasser und dem Weizen eben da Teig und Brot draus. Und jetzt schmeißt er das Brot in Dreck, damit gleich einer kommt und das Ding mitnimmt. Klar macht der Bäcker bei uns auch so, der schmeißt erstmal vorne das Brot vorne auf Gehsteig und der zuerst da ist, der kriegt's. Sollte ich ein großes Wohnhaus bauen? Was brauche ich denn eigentlich noch? An sich brauche ich sogar mehr Produktion, aber von daher, dass sie eh eine relativ geringere Produktivität hier haben. Ich weiß tatsächlich nicht, wie das hier am Ende mit der Kohle aussieht. Könnte ich eine Köhlerei nochmal bauen? Wird zwar immer von abgeraten, ich mache es jetzt trotzdem, von daher, dass ich auch zwei vollständige Holzbetriebe habe. Also ein Holzbetrieb sind für mich zwei Holzfäller, ein Sägewerk und ein Förster. Ein Holzbetrieb wäre dann quasi nur. Also ist das ist für mich ein Holzbetrieb. Gut. Ne, da wollte ich nämlich eigentlich das zweite Feld hin machen. Der Scheißgüter jetzt da. Ah, hier unten kann ich ihn auch hinsetzen. Hier drüben wäre auch ein guter Platz an sich, weil das näher bei den Dingern wäre. Die hier näher an die Holzproduktion, weil die mehr Holz brauchen, anstatt als sie Kohle produzieren. Deswegen ist das intelligenter. Das ist schön. Hier haben die jetzt, können die, also die haben auch eine bestimmte Maximumanzahl an Baustoffen, die sie an der Baustelle lagern können. Aber hier haben sie jetzt direkt nochmal ein vollgelegenen Steinbruch. Wollte ja direkt, den sie hier rübertragen könnten, den aber gerade eben die Siedler wegtragen. Wo wollt ihr? Die wollen so einen großen Brunnen damit. 24 Steine ist auch nicht gerade wenig. Aber der ist ja auch noch voll hier und der auch. Also Baustoffe habe ich wirklich gerade genug. Mehr als genug.